Hallo, mein Name ist Alexander Gottwald. Ich bin der Gründer der Reiki-Freundschaft, die energetische Online-Akademie. Und heute möchte ich dir erzählen, was wir uns zur Sommeranfangsaktion für dich haben einfallen lassen. Vorher möchte ich einfach mal kurz ein paar Worte dazu sagen, wieso das mit der Reiki-Freundschaft eigentlich in der Form gemacht wird. Denn manche Leute sagen, ja, so viele Einweihungen, wer braucht denn das? Und es geht ja gar nicht darum, dass du dir heute oder morgen 200, 300, 400 oder gar 500 Einweihungen abrufen sollst. Und schon gar nicht ist es so, dass du irgendwie von uns hier zwangseingeweiht wirst. Ja? Du kannst dir das Ganze vorstellen wie eine energetische Bibliothek. Ja, und wenn du in eine Bibliothek gehst, was machst du da? Du gehst rein, du schaust, was dich gerade interessiert und das suchst du dir aus. Ja? Und dann liest du genau das, was dich gerade in dem Moment interessiert. Und wenn dich das Buch dann nicht interessiert, wenn du merkst, du hast ein bisschen reingelesen, dich interessiert es dann doch nicht so, was machst du? Du legst es weg. Und wenn du mal wieder in die Bücherei gehst, dann gibst du es halt wieder ab. So, und genau so kannst du mit der Reiki-Freundschaft arbeiten. Das heißt, wenn du dich für Reiki, Energiearbeit und Selbstcoaching interessierst, dann musst du eben nicht jedes dieser einzelnen Systeme buchen, zu Wochenendseminaren gehen, Reisekosten investieren, wenn du Kinder hast, einen Babysitter organisieren und all diese Dinge. Und vor allem musst du nicht für jedes dieser Seminare 150, 250, 350 Euro bezahlen. Denn in der Reiki-Freundschaft hast du die Möglichkeit, alle diese Dinge als Mitglied kostenfrei zu nutzen. Angefangen vom klassischen Reiki nach Usui, was ja auch nicht mehr einfach nur das ist, was vor 25 Jahren mal durch Brigitte Müller irgendwie nach Deutschland gekommen ist, wo es noch hieß, ja, der Usui wäre ein christlicher Mönch gewesen und sondern es ist ja inzwischen bekannt, dass es viele Dinge aus Japan gibt, die sehr authentisches Wissen vermitteln, das Gendai-Reiki, das Komyokai-Reiki und alle diese Dinge, für die du außerhalb der Reiki-Freundschaft viele hundert Euro bezahlst. Ja, also zum Beispiel ein Gendai-Reiki-Seminar zahlst du am Wochenende 700 Euro dafür. Ja, ist bei uns für die Mitglieder kostenfrei enthalten. Oder Komyokai-Reiki, all diese Reiki-Stile, die direkt einen direkten Bezug zu Usui haben, der nicht über die Frau Takata geht. Also der wirklich einen Bezug hat zu Japan. Alle diese Stile sind in der Reiki-Freundschaft mit enthalten. Und natürlich auch diese ganzen Dinge, die dann darauf aufbauen, also diese Lichtgrade, Großmeistergrade, für die du ja auch einen Haufen Geld bezahlen kannst, wenn du das möchtest. Oder du kommst zur Reiki-Freundschaft und bekommst die Dinge gratis dazu. Ein weiteres schönes Beispiel: Reiki und Energiearbeit nach Ole Gabrielsen. Ja, viele kennen Ole Gabrielsen, zumindest als Gründer des Kundalini-Reiki. Er hat viele schöne Systeme entwickelt. Ich kenne ihn auch persönlich. Ich bin in viele Dinge von ihm persönlich eingeweiht worden. Und wenn du diese ganzen Systeme, die wir von Ole Gabrielsen in der Reiki-Freundschaft mit dabei haben, wenn du alleine nur die einzeln dir irgendwo buchen würdest, wärst du bei rund 1000 Euro. Und hast du hier zur freien Auswahl in der Reiki-Freundschaft und alle diese Systeme, über die ich spreche, kommen ja hier mit der Möglichkeit, an Übungsgruppen teilzunehmen, auch selbst Übungsgruppen zu gründen, dich mit anderen Mitgliedern auszutauschen, mir Fragen zu stellen, die Unterlagen in Ruhe zu studieren, die Einweihungen jederzeit abzurufen, was ja auch eine tolle Sache ist, wenn du zum Beispiel dich für spezielle Dinge interessierst, also wie Ägypten, Delfine, ja, zum Beispiel, nur mal zwei Beispiele, ja, Ägypten und Delfine. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Isis-Einweihung bekommen möchtest und du planst eine Ägyptenreise, ja, wie bekommst du jetzt eine Isis-Einweihung in der großen Pyramide? Ganz einfach. Du bist Mitglied bei uns und du kannst dir deine Einweihung
Genau in dem Moment, wenn du die Königskammer betrittst, rufst du dir deine Einweihung ab und erhältst die Einweihung direkt live in dem Moment, wo du sie haben willst. Und nicht dann, wann irgendein Reiki-Lehrer sagt, ja, jetzt habe ich mal Zeit für ein Wochenendseminar, jetzt musst du aber mal hier vorbeischauen. Und der kommt natürlich auch nicht mit in die große Pyramide. Das andere Beispiel, Delfine. Es gibt zum Beispiel das Dolphin Trilogy Reiki, also die Delfin-Reiki-Trilogie auf Deutsch gesagt, wo die Energien von Delfinen und von Orcas zum Beispiel mit drin sind. Und du hast da natürlich auch die freie Wahl. Du kannst das natürlich ganz normal auf dem Stuhl sitzend oder im Bett liegend abrufen, deine Einweihung. Aber du kannst auch sagen, ich möchte das Element Wasser dazu auch nutzen. Ich gehe ins Meer, ich lege mich in die Badewanne oder ich gehe irgendwo hin, wo Delfine sind und rufe mir dort diese Einweihung ab. Das heißt, du bist sehr, sehr flexibel. Du kannst die Einweihungen jederzeit nutzen. Du brauchst auch keine Angst zu haben, wenn du unterbrochen wirst oder irgendwas passiert, dass dann die Einweihung weg ist sozusagen. Ja, du kannst sie jederzeit wieder abrufen. Dieses ganze Prinzip der Einweihungen in der Reiki-Freundschaft basiert auf dem Reiju-Prinzip von Usui. Und der hat es damals so entwickelt, dass Einweihungen durch Wiederholung sich immer weiter vertiefen. Ja? Das ist ja eine westliche Vorstellung, dieses lineare Denken, dass wir denken, okay, jetzt habe ich diese Reiki Grad 1 Einweihung bekommen, jetzt bekomme ich ein Zertifikat und der sagt dann, jetzt bist du eingeweiht, das war's. Ja? Aber wie funktioniert so das Leben? Nein. Ja? Das Leben ist ein fließender Prozess, es entwickelt sich weiter, du entwickelst dich weiter und wenn du dich weiterentwickelst, kannst du auch mehr von einer Einweihung aufnehmen. Es ist ja nicht so, nicht nur so, dass die Einweihungen immer weiter fortgeschritten werden, es ist ja auch so, dass du dich im besten Falle, wenn du das möchtest, weiterentwickelst. Und je mehr du dich weiterentwickelst, desto mehr hast du halt auch die Möglichkeit, durch Wiederholung die Einweihungen so weit zu vertiefen, dass es für dich einfach ein ganz neuer Zugang wird. So gesehen sind zwar im Moment 653 verschiedene Einweihungen in der Reiki-Freundschaft enthalten, tatsächlich sind es aber viel mehr. Denn in dem Maße, in dem du fortschreitest, wirst du dir bestimmte Einweihungen sicherlich öfter mal abrufen. So wie du vielleicht auch, um mal auf das Beispiel vom Beginn zurückzukommen, so wie du vielleicht auch nochmal in die Bibliothek gehst und dir ein Buch, was dir sehr gut gefallen hat, was du vor 2 Jahren mal gelesen hast, einfach nochmal ausleihst, weil du das Gefühl hast, ich muss das nochmal lesen. Ich weiß nicht was, aber... Und dann merkst du, dass du manche Kapitel entdeckst, wo du denkst, habe ich wirklich das ganze Buch damals schon gelesen? Oder wo du merkst, bestimmte Dinge sprechen dich jetzt noch viel mehr an. Und genauso ist es mit Energiearbeit und Reiki und auch Selbstcoaching, dass in dem Maße, wo du dich weiterentwickelst, entwickeln sich auch die Einweihungen für dich weiter. Zudem entwickle ich mich ja auch weiter. Ja, also ich stehe auch nicht mehr auf dem Stand, auf dem ich war 2004, als ich die Reiki-Freundschaft gegründet habe. Das heißt, auch dieser Einweihungsschlüsselprozess vertieft sich weiter und weiter. Und die Einweihungsschlüssel von heute sind nicht mehr die von 2004. Das ist ja logisch. Also von daher ist die Reiki-Freundschaft ein lebendiger Organismus, der aus mir, aus den ganzen Energien, aus den über 1000 Mitgliedern besteht. Und daraus entsteht ein Feld von Energie, von Bewusstheit, von Wachstumsmöglichkeiten, was nahezu ins Unendliche geht. Und wenn du Lust hast, dich damit mal näher auseinanderzusetzen, dann lade ich dich ein, schau dir einfach mal die Seite an. Du findest da das ganze Angebot. Du findest da zum Sommeranfang auch einige schöne Extras, Geschenke, die wir noch dazugeben. Und wenn du magst, sehen wir uns im Video ganz unten nochmal wieder, wo ich dir noch etwas darüber erzähle, warum es völlig unsinnig ist zu sagen, dass Ferneinweihungen nicht funktionieren, aber die sogenannten persönlichen Einweihungen funktionieren sollen. Also, viel Spaß mit der Webseite
Und ich freue mich, wenn ich dich gleich unten nochmal wiedersehe. Bis dahin, alles ist Liebe.